August 2010 waren wir für euch auf der Hanfparade unterwegs. Wir wünschen euch bei dieser Sendung viel Spaß. Film ab. Herzlich willkommen auf Deutschlands größter Demonstration für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin und Genussmittel. Ich will euch gar nicht so lange aufhalten, wir haben nämlich jede Menge vor. Den Auftakt mit Redebeiträgen macht Clara Herrmann von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Abgeordnetenhauses und jugendpolitische Sprecherin der Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die Herren mit den Pfeifen, das wäre ganz cool, wenn ihr das während der Redebeiträge lassen könntet. Kriegen wir das hin? Könnt ihr noch 2 Stunden auf der Demo pfeifen, aber jetzt mal ein bisschen mehr. Ich bin Clara. Ich mache im Abgeordnetenhaus die Jugendpolitik für die Grünen. Jetzt ist die 12. Und freue mich heute hier auf der Hanfparade mal sprechen zu dürfen. Für mich ist Cannabis ein Stück Jugendkultur. Und so passt dann auch der Titel der diesjährigen Hanfparade ganz gut damit zusammen. Als Jugendpolitiker will man immer das Beste für die Jugend. Aber was ist das Beste im Sinne von Cannabis? Sicherlich ist das nicht der derzeitige Zustand. Jeder Jugendliche, scheißegal wie alt er oder sie ist, bekommt irgendwoher sein Gras. Und es ist nicht klar, was da alles so drin ist. Ihr und ich, wir können uns sicherlich noch an den Skandal um das Blei im Gras Ende 2007 in Leipzig erinnern. Damals sind Dutzende ins Krankenhaus eingeliefert worden. Blei ist aber nicht alles, mit dem Gras gesprengt wird. Heutzutage mit Sand, mit Wachs, mit Öl oder auch mit anderen Stoffen. Das ist hochgradig giftig und ungesund. Ein erster Schritt muss also endlich sein, dass es ein vernünftiges Drug-Checking-Programm gibt. Und jeder muss ohne Bedenken seine Drogen überprüfen lassen können, damit man wirklich weiß, was drin ist. Alles andere ist schon fahrlässig. Die chemische Analyse von Cannabis oder anderen Rauschmitteln kann so Leben retten. Zum Glück gibt es einige Initiativen, die genau das fordern, auch in Berlin. Lasst uns gemeinsam dafür streiten, dass die Drug-Checking-Initiative auch das Ja der politischen Mehrheiten erhält. Meine Fraktion setzt sich für die Wiederaufnahme eines solchen Drug-Checking-Programms ein. Cannabis ist Weltkultur. Legalisiert es. Deutschland ist das Land des Hoffens. Wenn es also eine Weltkulturpflanze gibt, dann ist das nicht Cannabis oder Hanf, sondern eher der Hopfen. Alkohol ist auch die gesellschaftlich anerkannte Volksdroge, aber nicht gesünder als Cannabis es ist. Die unterschiedliche Behandlung von Alkohol und Cannabis ist nicht verständlich. Und auch deshalb fordern wir die Legalisierung von Cannabis. Des Bieres ist, es ist dieses Jahr der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder. Und wisst ihr, wer das in den letzten Jahren war? Ilse Aigner, die Landwirtschaftsministerin und davor der damalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Na dann, Prost! So ist das manchmal in der Politik. Auf der einen Seite zu Recht sagen, jugendliche Kinder trinken nicht zu viel, auf der anderen Seite Bierbotschafter des Jahres sein und der Alkohollobby in den A-Punkt kriechen. Das ist nicht in Ordnung. Es muss vielmehr darum gehen, dass es um einen bewussten Umgang mit Drogen in der gesamten Gesellschaft geht. Der mündige Konsument muss das Ziel sein. Nicht böse Worte oder Verbote. Die bringen wir nicht.
gar nichts und halten niemanden davon ab, Cannabis oder Alkohol zu konsumieren. Die Botschaft lautet also, wie sie auf eurer Luftballon steht, selbstbestimmter Hanfgenuss. Hanf ist vielseitig. Ein Genussmittel, ein Rohstoff, ein Lebensmittel, eine Medizin und vieles mehr. Auch daher stehen wir jedes Jahr auf der Straße, um für die Legalisierung von Cannabis einzustehen. Hanf ist Weltkultur. Die aktuelle Entwicklung in Deutschland ist leider nicht so positiv. Die Repression und Kriminalisierung nimmt immer weiter zu. Verdächtig aussehende Personen werden überprüft und Hausdurchsuchungen bei geringen Mengen angeordnet. Wo leben wir denn? In Zeiten leerer Kasse werden 100.000 Strafverfahren pro Jahr wegen Drogendelikte geführt. Die meisten werden wieder eingestellt. Es wäre für die Gesellschaft besser, wenn man diesen Elan dazu nutzen würde, die Wirtschaftskriminalität und die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Und die Pädagogen in die Schulen. Redet mit den Schülerinnen und Schülern über die Drogen und deren Auswirkungen. Das hat sicherlich mehr Sinn und deutlich mit einem größeren Effekt als Strafverfolgung. Ein anderes Thema ist die Pflanze zu Hause. Leute, die sich zu Hause Hanf anpflanzen, wollen ja eigentlich rein gar nichts mit Kriminalität zu tun haben. Sie wollen nicht mit Dealern in Kontakt kommen und wollen sich vor verunreinigtem Gras schützen. Aber sie werden dafür bestraft. Denn der Anbau auch im ganz kleinen Stil ist verboten. Mein Kollege Benedikt Lux fordert daher, dass es doch erlaubt sein sollte, bei sich zu Hause anbauen zu können, ohne gleich etwas Widerstand zu bekommen. In anderen Ländern funktioniert das, zum Beispiel in Tschechien. Eine aktuelle Emden-Umfrage hat zutage gebracht, was wir alle zusammen eigentlich schon immer vermutet haben. Die Bevölkerung möchte die harte Linie, die in Deutschland gegen Kifferinnen und Kiffer gefahren wird, überhaupt nicht. Das Erstaunlichste bei dieser Umfrage ist aber, dass es durch alle Parteien hindurch eine Mehrheit für einen deutlich liberaleren Kurs im Umgang mit Cannabis gibt. Jetzt müssen wir dafür streiten, dass auch die politische Mehrheit das so sieht. Hier hat schon häufiger Christian Sturmele einen viel zitierten Satz gesagt. Ich möchte diesen Satz ein bisschen abwandeln und fordere hier und heute, geht endlich das Hanf frei. So, und bevor es jetzt mit dem nächsten Redebeitrag weitergeht, noch ein Hinweis an alle Berliner und Berlin-Besucher. Auch wenn es mit der vielen Polizei nicht so aussieht, aber wir sind nicht gefährlich, nicht gewalttätig und auch nicht kriminell. Wir sind lediglich Leute, die sich für ein anderes Genussmittel entschieden haben. Manchmal führt, insbesondere den Verlust des Führerscheins. Dazu sagt euch jetzt Theo Pütz vom Verein für Drogenpolitik mehr. Unser Führerscheinpapst. Viel Spaß. So, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ist ja schön, dass so viele erschienen sind. Und wie Steffen Geier gerade eben schon angemerkt hatte, möchte ich mich auf ein spezielles Thema beschränken, nämlich das der Diskussion über das Führerscheinrecht. Wir haben im Moment eine Situation, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, der Innenminister die geringe Menge für den Eigenbedarf, nachdem eingestellt werden kann, wieder angehoben wird. Das scheint erstmal, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen wieder eine Liberalisierung hätten. Nur wir dürfen nicht verkennen, die Repression, die läuft seit Jahren über das Führerscheinrecht. Dass den Leuten den Führerschein entzogen wird, selbst wenn sie nüchtern am Straßenverkehr teilgenommen haben. Im Gegensatz zum Strafrecht haben wir die Problematik im Verwaltungsrecht, dass wir hier keinen durchgreifenden Rechtsschutz haben. Der Rechtsstaat hört an den Türen der Verwaltungen auf. Von daher gibt es keinerlei Möglichkeit, sich juristisch
sich gegen Maßnahmen seitens der Verwaltungsbehörde zu wehren. Wir haben im Jahre 2002 das Urteil vom Bundesverfassungsgericht gehabt, das alleine aufgrund des Besitzes von geringfügigen Mengen Cannabis die Fahreignung nicht in Frage gestellt werden kann. Dies ist eine Grundsatzentscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Nur durch die rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir das Problem, dass auch nach wie vor Überprüfungsanordnungen alleine aufgrund des Besitzes ergehen und die Leute haben keine Möglichkeit, das juristisch überprüfen zu lassen. Verwaltungen unterlaufen höchstrichterliche Rechtsprechung, werden davon auch noch von der Politik gedeckt. Selbst wenn man hingeht, versucht mit Dienstaufsichtsbeschwerden an die Leute, die es zu verantworten haben, ranzukommen, wird in der Regel, selbst wenn es umfangreiche Dienstaufsichtsbeschwerden sind, werden lapidar abgelehnt und dies als unbegründet, ohne auch nur auf einen Teil der Kritik einzugehen. So, und gerade im Moment hat man wieder Festivalzeit. Und auch hier haben wir wieder die Situation, dass vermehrt die Leute in Kontrolle geraten. Wir haben halt die Situation, dass die Leute nicht im Straßenverkehr auffallen, weil sie besonders beschissen fahren oder andere Leute gefährden, dann würde nämlich kaum Kontrollen stattfinden. Hier haben wir eine Situation, dass die Strafverfolgungsbehörden sehr bewusst das Verwaltungsrecht ausnutzen, Schwerpunktkontrollen machen und von auszugehen ist, dass bei den Leuten was nachzuweisen ist. Unabhängig von der Frage, ob auch noch eine Wirkung vorgelegen hat oder ob die Leute überhaupt aktiv am Straßenverkehr teilgenommen haben. Wird konkret festgestellt, auch unabhängig von der Frage, ob jemand am Straßenverkehr teilgenommen hat, ergeht automatisch eine Meldung von der Polizei an die zuständige Führerscheinstelle und die kann über das Verwaltungsrecht, wo es keine Grundrechte gibt, wo der Betroffene völlig schutzlos ist, da können die agieren und im Grunde genommen den nicht strafbaren Konsum eindämmen, indem sie nämlich vor Wiedererteilung der Fahrerlaubnis grundsätzlich eine Abstinenz durchsetzen wollen. Das ist nichts anderes, als dass man über das Verwaltungsrecht versucht, Konsum als solches einzudämmen und zu verbieten, obwohl es strafrechtlich überhaupt nicht verboten ist. Das fällt unter das Ende der So, und wie geht Politik damit um? Das ist ein Kritikpunkt, der schon seit Jahren auch von mir an die Politiker herangetragen wird. Es gab eine Petition im Petitionsausschuss des Bundestages vor einigen Jahren. So, diese Petition wurde abgewiesen mit der Begründung, wenn die Leute sich ungerecht